Degelow. Die Sieger im Preis der Traberfreunde. Gäste fahren heute erster Lauf. Kurzen Prozess macht er da. Mit Avatar Energy. Besitzerin ist Cordula Zizastek und Jochen Holzschuh, der Trainer im Winner Circle. Frank, Ossi Degelow und Avatar Energy. Avatar Energy, die hohe selbst, muss noch motiviert werden, um überhaupt den Winner Circle zu betreten. Aber ehrlich gesagt, so allzu kurz ist es ja nicht her, dass er den zuletzt betreten hat. Da erinnert sich kaum noch jemand daran und dann ein so überzeugender Sieg wie soeben. Frank Degelow, das war mal eine schöne Spazierfahrt. Ja, war ein bisschen einfach, die ganze Sache. Wir mussten nur in Front kommen und eigentlich habe ich gedacht, da kommt der Siggi oder der Opus One kommen, aber kam keiner. Dann habe ich so versucht, so ruhig wie möglich zu machen. Naja, und dann nach Hause die Ware. Oh, ein bisschen Tempo war schon drin. Ja, ich weiß nicht, wie schnell war. Ja, also ich habe versucht, so ruhig wie Ding. Der hat länger nicht gewonnen. Wissen Sie überhaupt, wann er mal auf der Siegerparade war? Ja, er hat immer sehr schwere Rennen gehabt. Ich habe mir mal die Form angeguckt. Der hat mal vor 3-4 Jahren mit Thomas Pantschuh hier auf seiner Lieblingsbahn 4 Rennen hintereinander gewonnen. Das wusste ich, dass er hier sehr gut geht in Hamburg. Letzter Sieg ist fast auf den Tag 2 Jahre her. Und dann kann jetzt ja in der Wiederholung für Julia Knoch eigentlich nur die Order sein, fährst wieder nach Front, es kommt dann keiner. Na, ich hoffe, ich habe noch was drin gelassen für die Julia. nicht, dass nachher das Jass alle ist. Das würde sich sicherlich auf der Heimfahrt nachteilig auswirken. Oh ja, das stimmt. Also Gratulation, ich denke an ihn, ist ein Gästefahrer verschenkt, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, vielleicht eine richtige Lizenz zu machen. Der Auftritt hier, der war jedenfalls in jeder Hinsicht aller Ehren wert. Frank Degelow gewinnt mit Avatar Energy den ersten Lauf zum Preis der Traberfreunde. Nachher an 7. Stelle des Programms sind die Amateure am Start. Dann, wie gesagt, Julia Knoch, die Fahrerin dieses Wallachs, der, wie wir gehört haben, die Hamburger Bahn besonders liebt. Und vielleicht zeigt er das ja nachher ein zweites Mal auf der Siegerparade. Avatar Energy, Frank Degelow.